an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalker. Ja, heute geht's wieder los mit dem Kia Autotalk im schönen blauen Kia vom Abi. Abi, das Spiel gegen den 1. FC Köln steht an und wie siehst du unsere Möglichkeiten im vierten Spiel? Endlich mal wieder ein Heimspiel. Erste Heimspiel haben wir gut gespielt gegen Braunschweig, aber Köln hat gegen Braunschweig auch gut gespielt. Wie siehst du unsere Möglichkeiten? Ja, wie gesagt, Peter, wir hätten ja in Magdeburg normalerweise hätte ich da gerne 3 Punkte gehabt. Die Möglichkeiten waren auch da, meiner Ansicht nach. Ja. Und dann im Nachhinein, wenn ich dann so die ganzen Kommentare höre, dann habe ich doch recht gehabt. Und wie meistens. Ja, noch nicht wie meistens, aber es ist einfach so, manchmal muss man zugreifen, wenn man die Chance hat. Und jetzt hier gegen Köln ist es natürlich ein bisschen schwieriger, glaube ich. Köln ist sicherlich auch eine Mannschaft, die oben mitspielen will. Unbedingt, die haben in der ersten Liga rein. Ne? Ja, ja, eben, ja. Der Kader ist fast der teuerste in der zweiten Liga. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ja, aber Köln müssen wir schlagen. Wir haben lange nicht mehr, glaube ich, gegen Köln gewonnen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es ist einfach so, du musst Köln schlagen und oben dran zu bleiben. Wie man sieht, Düsseldorf hat auch gestern gewonnen. Die sind schon mit 10 Punkten oben weg. Also ja, die haben Wolter Fürth auch. Wolter Fürth mit 9, wo Wolter Fürth ich nicht so stark einschätze. Aber stimmt. Ich glaube eher, dass man, wie Gerrit ja gesagt hat, unter den ersten 5 kommen muss. Ich habe gesagt, unter den ersten 3. Das ist auch machbar mit der Truppe. Wir haben einen guten Sturm, wir haben einen guten Mittelfeld. Wir haben Alternativen in der Abwehr. Schade, dass der Kallas nicht dabei ist, dass er verletzt ist. Also ja gut, aber du hast ja jetzt schon wieder ein paar Alternativen. Die frei werden und die da spielen können. Ja. Ja, das Problem ist einfach, Peter, dass die da Gas geben müssen. Die müssen Gas geben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich, wenn man die zweite Liga sieht, welche Vereine da in der zweiten Liga spielen, morgen ist ein Spiel, dann eben halt auch locker in der ersten Bundesliga sein könnte und müsste, Köln gegen Schalke. Aber die Kölner haben auch nicht so einen guten Start hingelegt, wie sie sich vielleicht gewünscht hätten. Naja, Köln hat auch nur 4 Punkte. Okay. Und wenn derjenige, der morgen gewinnt, ist oben dran. Ja. Derjenige, der nicht gewinnt, der hängt erstmal hinten dran und dann kriegt man dann vielleicht ein bisschen Probleme schon, ja, auch für Köln. Das ist für Köln auch nicht so eine Geschichte, dass sie mal eben durchmarschieren. Nein. Aber ich glaube, dass unsere Truppe stark genug ist. Ja, glaube ich auch. Wir haben morgen wieder Stadion voll. Genau. Und wir müssen die Jungs nach vorne peitschen. Ja. Und die müssen auch mit Selbstbewusstsein, meiner Ansicht nach, müssen die auftreten. Ja, also wir spielen zu Hause. Also da ist eigentlich scheißegal, wer kommt. Stimmt. Du musst alle Mannschaften zu Hause schlagen, wenn du sowieso oben mitspielst. Die müssen Angst haben, wenn sie in die Arena einlaufen. So muss das sein. Und nicht anders. Genau so. Schade ist natürlich, dass wir in Magdeburg in der ersten Halbzeit, wo wir schnelles Tor gemacht haben, schönes Tor. Ja, und dann haben wir aber auch gesagt, dann hat es aufgehört. Das darf morgen nicht sein. Wir müssen dranbleiben, wir müssen zuschlagen. Dafür haben wir eine gute Mannschaft. Und ja, wir werden sehen. Also wir werden den einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Da sind ja noch einige Jungs, die jetzt erstmal kurzfristig da sind. Ja, aber man muss dran glauben, einfach zu gewinnen. Und wenn man diese Mentalität, dieses Gewinnen reinbringt in einer Mannschaft, dann gewinnt man auch. Der Kader ist auf jeden Fall besser als im letzten Jahr und wir spielen noch einen besseren Fußball. Das ist unbestritten. Also. Ja, das werden wir jetzt noch sehen. Also da bin ich noch nicht ganz so überzeugt von. Nur ich bin überzeugt, dass der Kader reicht. Wenn man den richtig anpackt und die richtige Aufstellung findet und dann über längere Zeit mal mit der gleichen Aufstellung spielt, dass sie sich einspielen. Was sagst du zum Torwart? Natürlich, was sollte man tun? Es ist ja immer so, als Torwart machst du mal eine Beule, keine Beule. Wenn du eine Beule machst, dann schreien alle auf. Und jetzt sollte man den Jungen in Ruhe lassen, man soll ihn im Tor spielen lassen. Und wenn er natürlich richtige Beulen dreht, dann sollte man vielleicht doch drüber nachdenken, wenn man Hoffmann auch mal wieder reinschmeißt. Ja. Also ich bin gespannt, wie das Spiel abgeht. Ich hoffe natürlich auf 3 Punkte. Ja, ganz klar, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und bei uns in der Arena zählen nur 3 Punkte, hast du vollkommen recht. Und nichts anderes, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir spielen einen Punkt oder wie auch immer. Nein, Ende, 3 Punkte und ab nach oben. So ist das. Denn wenn wir die Mannschaft, die morgen verliert, Abi,
Die steht mit dem Rücken an der Wand. Die steht schon mit dem Rücken. Das ist schon mal, das ist so, unbestritten. Ja, gut. Liebe Schalker. Schönes Spiel, Glück auf, Abi. Glück auf, genau. Und mein Tipp ist morgen 2-1. 2-1, gut. Ich tippe mal diesmal nicht. Ja. Ich warte mal ab und dann werde ich mir was zu sagen. Ja, beim nächsten Mal werde ich dann was zu sagen. Alles gut. Okay, Glück auf. Glück auf, Schalker. Ciao. Glück auf.